gekommen. Und mein Smart TV angeschaltet. Und da stand neue Kanäle bei meinem Smart Tele. Und was kommt an für den Tag? Und wieder gucke ich mir das auch ganz gerne mal an. Mit hängt heute mal das Stream an. Bis ich den Beitritt. 835.000 Reservisten, über die wir in diesem Kontext reden. Wir bis zu 100.000 gewinnen. Wir reden von einem Jahrgang von 400.000 jungen Männern, die jedes Jahr 18 werden, ein versandt werden soll, der Fragestellung enthält zu Qualifikation, entsprechende gesetzliche Verpflichtung. Ja, wie gesagt, Bundestag, es gibt zurzeit darum, wen Wehrpflicht und wer das kann und wer darf und wer Bock drauf hat. Und ich war einer der letzten Generationen, die die Neumorde noch machen durften. Also ich wollte die erst nicht machen, aber im Nachhinein fand ich das recht gut. Und gut, ich war aber auch schon 24 oder 26, wo ich eingezogen worden bin. Und Bildung hinter mir, alles fertig. Und wir gucken. Noch was für mich ein bisschen. Nachher gibt es noch ein bisschen Vorbereitung, glaube ich. Ich gucke, habe ich auch gemacht, die Waschpulver habe ich gekauft. Und guckt euch das mal einfach mal an. Das ist mal ein bisschen was anderes bei mir. Dafür vorgesehen. Wer länger als 6 Monate dienen möchte, wir werden dafür offensiv werben, also 12 Monate oder länger, das geht bis 17 Monate, insgesamt sind 23 Monate möglich, den wollen wir in die Strukturen unserer Einsatzverbände integrieren und das verbindet sich mit 2 Vorteilen, einem für die Bundeswehr und einem für die Soldatinnen und Soldaten. Für die Bundeswehr, wir kriegen die Kräfte, die wir dann ausbilden können, für das, was sie während ihrer Dienstzeit, aber auch als Reservisten dann leisten können müssen, also beispielsweise den Panzer fahren oder IT-Dienstleistungen erbringen oder in der elektronischen Kampfführung zu arbeiten oder vieles andere mehr. Und meine persönliche Meinung ist dazu, das sollte fast jeder 18-Jährige gemacht haben oder Jugendliche nach der Ausbildung oder vor der Ausbildung. Dann lernen die ein bisschen was, dann wissen die auf jeden Fall, wie man Hemd zusammenlegt, T-Shirt zusammenlegt und ein bisschen Disziplin und Ordnung und Benehmen. Warum diskutieren wir jetzt nicht die Dienstpflicht? Das ist der zweite limitierende Faktor neben den Kapazitäten, nämlich die Zeit. Eine Grundgesetzänderung für die Wehrpflicht für Frauen wird nach Aussage des einen oder anderen Parlamentariers als leicht herstellbar angesehen. Die Erfahrung mit Grundgesetzänderungen, die einmal begonnen haben, lehrt uns aber, dass dann meistens so viele andere Punkte in diese eine Grundgesetzänderung reingepackt werden, dass das Verfahren viel zu lange dauert. Außerdem würde sich die Frage stellen, warum wir denn, wenn wir über Frauenwehrpflicht jetzt diskutieren, nicht auch gleich über Dienstpflicht diskutieren, in welcher Ausgestaltung auch immer. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir eine solche Diskussion wünsche, aber klar ist auch, der Zeitpunkt passt nicht. Wir müssen die Abschreckungsfähigkeit auch im Personalkörper herstellen. Deswegen ist es wichtig, diesen Einstieg jetzt zu schaffen. Das schließt nichts aus für die Zukunft und lässt alles offen. Aber jetzt ermöglicht es mir den personellen Aufwuchs, denn um den geht es hier zu gewährleisten. Es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wert, in diesem Staat in Sicherheit und Freiheit zu leben? Wer soll diesen Staat beschützen, dieses Land und damit die Menschen, die hier leben? Denn der Staat kann es nicht tun. Der Staat ist ein Gebilde und wird, wie soll ich sagen, mit Leben erfüllt von Menschen. Jeder muss sich die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden, falls wir angegriffen werden.